Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Aktien und Edelmetalle. Heute gibt es ein Update zum Gold- und Silberpreis. Und bevor wir auf den Silberpreis eingehen, möchte ich euch heute hier die gemeldeten Erzeugerpreise seitens der USA zeigen. Übrigens, wir haben Dienstag, den 15. Juni 2021, und jetzt zeige ich euch die Erzeugerpreise vom Mai zum Vormonat. Und diese sind um 0,8% gestiegen und prognostiziert wurden 0,5%. Das bedeutet, dass wir als Endverbraucher, Konsumenten eben dementsprechend mehr Geld hinlegen müssen wie noch im Vormonat für dieselben Produkte, da eben die Produzenten dafür auch mehr Geld ausgeben müssen, um ihre Dienstleistungen eben bereitstellen zu können oder ihre Produkte dementsprechend herstellen zu können. Und somit sind wir immer noch in einer schleichend steigenden Inflation. In Anführungszeichen schleichend, denn die reale Inflation, denke ich, wie wir alle selbst wissen, ist deutlich höher oder liegt auf einem deutlich höheren Niveau. Und summa summarum habe ich mir selbst gedacht, dass wir in gewissen Sachwerten wie Gold und Silber bei einer schleichenden Inflation eben preislich hier, dass wir da höher notieren würden, aber im Gegenteil, im Silbermarkt speziell hier zu sehen an der heutigen roten Tageskerze hat sich seit der Bekanntgabe der gestiegenen Erzeugerpreise nicht recht viel getan. Im Gegenteil, wir tendieren eher ins Minus und haben zum Vortag auch kein höheres Hoch, sondern ein tieferes Hoch gebildet und sind gerade dabei, im heutigen Tagesverlauf das gestrige Tief zu unterschreiten. Das liegt im Übrigen bei 27,42 US-Dollar, wo sich auch der Pivot-Point befindet als Unterstützung. Und noch kurz zum gestrigen Handelsverlauf. Im gestrigen Handelsverlauf wurde ein tieferes Hoch gebildet, so wie heute auch zum gestrigen Verlauf. Und das deutet jetzt darauf hin, da wir uns ja übergeordnet in einem Seitwärtstrend befinden, schon seit 17. Mai, den ich mal hier einzeichnen darf, sehr optimistisch. In dieser grünen Box ist eben deutlich zu sehen, dass wir uns weder signifikant auf Tagesschluss darüber geschlossen haben oder auch darunter. Es sind zwar ein paar Spikes hier zu sehen, aber im Endeffekt spielt sich hier seit dem 17.05. alles in dieser Range ab. Solange wir diese eben nicht verlassen, ist auch keine Panik hier auszurufen. Das mache ich sowieso nicht, denn ich bin ein langfristiger Investor. Nur wer hier noch einsteigen möchte oder eine zweite oder dritte Tranche setzen möchte, der kann natürlich gerne warten. Die Gelegenheit wäre gegeben, dass der Silberpreis noch etwas günstiger zu haben ist. Denn die rote Linie, die 50er EMA, wäre die nächste Unterstützung, falls wir im heutigen oder morgigen Tagesverlauf hier keine höheren Hoch, sondern eher tiefere Tiefs bilden würden, wären wir eben hier und spätestens bei 27 US-Dollar noch sehr bullisch unterstützt. Man darf auch nicht vergessen, morgen am Mittwoch, dem 16. Januar, wird die Fed auch noch einige Daten veröffentlichen, und dazu muss ich noch mal kurz auf den Kalender gehen, um es hier noch mal klar und deutlich festhalten zu können. Das muss um 20 Uhr sein. Jawohl, hier US-Fed-Zinsentscheid morgen um 20 Uhr. Da gibt eben die Notenbank ihren Zinsentscheid bekannt, und eine halbe Stunde später um 20:30 Uhr findet dann die Pressekonferenz statt. Und wie ich aus der Vergangenheit seitens der Fed schon gehört habe, was auch öffentlich kommuniziert wurde, dass die Fed nachdenken möchte, drüber nachzudenken, dass sie die Anleihekäufe hier mal reduziert. In der letzten Pressekonferenz hatten sie nur erwähnt, also einmal drüber nachzudenken. Und in dieser Konferenz könnten sie vielleicht sagen, ja, wir haben darüber nachgedacht und werden jetzt vielleicht die Anleihekäufe tatsächlich etwas zurückfahren. Ob sich am Zins etwas ändern wird, stellt sich raus.
Und vielleicht bekommen wir eben im Edelmetallsektor einen Impuls seitens der FED. Ich muss aber auch dazu erwähnen, dass lediglich der Rohstoff Öl im Brent Crude Oil oder im WTI Öl sich seit Tagen und Wochen in einem steigenden Aufwärtstrend befindet und die restlichen wie Kupfer, wie heute hier zu sehen, schon auf fast minus 4%, sowie Platin. Da hatten wir heute im Tagesverlauf auch schon eine Abgabe von knapp 1,5%. Und im Silber sieht es zwar nicht so schlimm aus, aber wie gesagt, man darf das jetzt nicht überbewerten. Wir sind immer noch hier auf hohem Niveau. Lediglich zu einem Seitwärtstrend übergelaufen, seitdem wir eben aus diesem Aufwärtstrendkanal ausgebrochen sind. Die Trendfolgeindikatoren wie der MACD, dort ist die grüne Linie schon etwas senkrechter wie noch vor 2 Tagen und entfernt sich mehr oder weniger schon etwas von der Signallinie. Das deutet eben auf einen Abwärtstrend hin und auch im RSI hier oben habe ich mal eine Linie gezogen zu den letzten beiden Tiefs und da auf diesem Niveau genau in der Mitte bei 50 fast befinden wir uns heute auch. Sobald der RSI diese unterschreitet, könnten wir uns im Silberpreis dann schon in Richtung der 50er EMA-Linie uns nähern bei 27,13 US-Dollar. Dementsprechend ist hier abzuwarten, wie sich der Tagesverlauf heute noch entwickelt. Sollten wir ein tieferes Tief wie gestern bilden, könnte der Pivot-Point hier unterschritten werden und dann würden wir wahrscheinlich auch ein tieferes Tief wie noch letzte Woche am Donnerstag ausbilden und dann wäre eben die 50er EMA noch als Unterstützung da und allerspätestens die 27 US-Dollar. Wenn es da runtergeht, können wir uns auf noch günstigere Silberpreise einstellen, denn da wäre die nächste Anlaufstelle eben auch hier an den letzten Zwischenhochs hier nach dieser Erholung bei 26,5, die weiß ich noch auswendig und dann zum Schluss eben die 26 und der Pivot Point bei 26,1. Das ist aber noch alles Theorie. Mal abwarten, wie sich der Edelmetallsektor am morgigen Abend bewegt oder wie er auf die FED-Zinsentscheidung hier reagiert. Dann gehen wir gleich mal rüber auf den Goldpreis und hier sieht es auch nicht recht viel anders aus. Im Gegenteil, wir befinden uns hier schon seit der letzten Stunde auf der Unterstützungslinie bei 1.858 US-Dollar. Wir sehen hier schon die Lunte hier leicht darunter rausspitzeln, aber wir haben, wie auch im Silberpreis, ein noch kein höheres Hoch zum Vortag gebildet, sind aber auf dem Weg, eventuell das Tief von gestern die Richtung anzulaufen. Und da befindet sich die rote 50er EMA. Und diese ist natürlich auch bullisch hinterlegt, denn wie auch hier zu sehen, haben wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Anläufe in Richtung 1843 in der Vergangenheit und auf diesem Niveau exakt befindet sich die 50er EMA. Und ich denke, wenn es da darunter geht, werden wir noch unterstützt bei knapp 1818 bis zur 200er auf 1800 bis 1810 US-Dollar. Da ist auch übrigens der S1 Pivot Point. Und wenn es dann da drunter gehen sollte, ja gut, dann könnte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, eventuell dann doch in den Markt einzusteigen oder die letzte Tranche zu setzen. Denn ich, rein vom Logischen her, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch weitaus tiefere Kurse sehen. Ist natürlich alles möglich, auch im Edelmetallmarkt, aber anhand der Daten und so weiter ist da ja keine Besserung zu sehen und es wird der Tag kommen, wo meines Erachtens eben auch die Großanleger ihr Geld in die sicheren Häfen bringen. Und in den Trendfolgeindikatoren wie im MACD, dieser zeigt im Gold gegenüber zum Silber schon eher einen Abwärtstrend an, sprich in meinen Augen ist ein Abwärtstrend hier prognostiziert. Denn wir sind hier noch steiler wie im Silberpreis nach unten geneigt.
Und es ist auch kein Anzeichen hier, dass wir hier eine Umkehr sehen. Und im RSI befinden wir uns auch auf einem Niveau noch von, da muss ich kurz eine Linie einzeichnen. Machen wir mal hier. Und diesen noch weiter runter. Genau, befinden wir uns auch auf dem Mittel in der neutralen Zone. Und sobald wir eben diese auch unterschreiten, kann man wie in der Vergangenheit so sehen, wäre eben die Unterstützung hier, würde sich zu einem Widerstand drehen. Und dann kann man davon ausgehen, dass wir den überverkauften Bereich anlaufen. Und das auf den Chart projiziert, werden wir uns dann hier auf den 1810 US-Dollar wiederfinden. Wie gesagt, noch abwarten auf den morgigen Tag der Zinsentscheidung seitens der Fed, und wenn sich da nicht signifikant was in die Gegenrichtung, sprich nach oben, ergibt, muss ich das Ganze nochmal von neu aufrollen, und dann halte ich euch sowieso auf dem Laufenden. Dann würde ich sagen, würde es mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, ciao.